Moin, guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Wann immer ihr dieses Video seht, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Ja, heute will ich mal so eine Art Thüringer Bratwurst machen. Warum Art Thüringer Bratwurst? Ganz einfach, weil das ja eigentlich ein festgeschriebenes Gewürzzusammenstellung ist, diese Thüringer Art, und ich nicht weiß, ob ich auch wirklich die hundertprozentige Thüringer Gewürzmischung habe. Sie wird im Netz als Thüringer Bratwurst dargestellt, aber ob das denn auch dem Wahrheit entspricht, tja, dem sei mal dahingestellt. Ich will das jetzt auch nicht Michas Bratwurst nennen oder so, weil es ist keine Eigenkreation von mir. Da sind keine Gewürze von mir mit drin. Und von daher lasse ich das einfach nur als Thüringer Art laufen. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier jeweils 500 Gramm einmal Schweinebauch, und hier auf der anderen Seite haben wir 500 Gramm vom Schweinenacken. Man kann auch Schweineschulter nehmen, das geht auch. So, was haben wir dann noch? Wir haben dann hier diese schöne, ja, fertige Gewürzmischung. Was heißt fertig? Sie ist von mir in den Einzelteilen hier reingekippt worden und dann gemischt. Das kommt gleich hier drauf. So, von dieser Fleischmenge hier benötigt ihr an Gewürzen 16 Gramm Salz, 1,2 Gramm Pfeffer, 2 Gramm Muskatnuss, 4 Gramm Knoblauch und 3 Gramm Majoran, 1 Gramm Kümmel und 1,2 Gramm Kardamom. So, und wenn man davon eine feine Bratwurst macht, dann braucht man halt eben auch noch entweder Kutterhilfe oder man braucht normales Eiweiß, weil Eiweiß ist geschmacksneutral. So, wir brauchen dann auch wieder hier unseren Fleischwolf. Aber diesmal nicht die kleine Scheibe, sondern diesmal, weil wir eine grobe machen, brauchen wir eine grobe Scheibe. Die werde ich jetzt hier gleich noch umbauen. So, die feine raus und die grobe jetzt hier rein. Zack. So, dann ist das schon mal erledigt. Und jetzt als allererstes vermischen wir erstmal das Fleisch mit den Gewürzen. Das mache ich jetzt gleich. Moment, ich ziehe mir nur schnell den Handschuh an. So, Handschuh ist an. Wir nehmen jetzt unser Fleisch, was außer Kühlung ist und was auch schon ein bisschen kalt ist, was gar nicht mal so verkehrt ist, weil das Fleisch ja nicht über 10 Grad kommen soll, wegen der Bindung des Eiweißes. So, und jetzt vermischen wir natürlich richtig schön die Gewürze. Warum machen wir das? Ganz einfach, weil wir wollen die sogenannten Gewürznester vermeiden, sprich, dass auf der einen Seite von der Wurst ein Haufen Gewürz ist und auf der anderen Seite ist so gut wie gar nichts. Deswegen vermischen wir das schon, ich sage mal, im ungewolften Zustand. Weil in dem Wolf oder beziehungsweise in dem Brät dann nachher können solche Gewürznester leichter entstehen. So, das ist jetzt schön durchgemischt.
Und wir fangen jetzt an zu wolfen. So, ich packe jetzt hier schon mal ein bisschen Kram drauf. So, und los geht's. So, das war jetzt das eine, das Durchwolfen. Und jetzt wird nochmal das Fleisch richtig, richtig durchgemengt. So, jetzt wird hier das nochmal richtig schön durchgemengt und dann nachher wird das in den Darm, ja, gepresst, weil wir brauchen jetzt ja auch eine schöne Bindung und deswegen muss das Ganze jetzt auch noch schön gemengt werden, damit das nachher richtig schön zusammenhält und nicht beim Braten dann auseinanderfällt. So, wir sehen uns gleich wieder dann beim Einfüllen von der Wurst. So, der Darm ist aufgefüllt oder aufgezogen. So, jetzt machen wir natürlich hier das Bret rein. Das stopfen wir auch schön rein, mit, wenn es geht, wenig Luft. So. So, und dann halten wir das ein wenig fest. Und sehen zu, dass wir das ein bisschen straff reinmachen. Nicht zu straff, aber doch ein bisschen mit, ja, ein bisschen mit Druck. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ne, ihr könnt es natürlich nicht sehen. So. So.
So, dann machen wir hier die Wurst zu. So. Und wir gehen auch hier und machen hier die Luft raus. So. Und somit haben wir die erste Bratwurst. Und dann mache ich den Rest noch. Und dann, ja, gibt es nur noch die Verkostung dann. Wir sehen uns dann also quasi bei der Verkostung der Wursten wieder. Also für euch ist es gleich, für mich ist es ein bisschen später, wesentlich später, weil das dauert hier noch und dann muss er noch ein bisschen, ja, liegen. Wir werden uns dann wahrscheinlich morgen wieder sehen. Also dann bis morgen. So, meine Damen und Herren, die Wurst ist jetzt fertig. Sie ist jetzt gebraten. So sieht sie aus. Ja, ich habe sie schon angeschnitten wegen dem Foto. Weil ich muss ja auch für das Thumbnail ein schönes Foto machen. Und deswegen musste ich sie schon anschneiden. So, und jetzt wollen wir sie natürlich probieren. Na, wird scharf. So. Die, oder beziehungsweise der Darm, den kann man ja mitessen. Der ist essbar. Und jetzt werden wir mal probieren. Also die Wurst schmeckt wirklich richtig, richtig lecker. Nur was ich mir ein bisschen wünschen würde, ist, ja, das ist jetzt meckern auf hohem Niveau. Ich würde mir da noch, also das nächste Mal mache ich mehr Fettes rein. Ich werde da mehr, muss mal gucken, ob ich denn vielleicht eventuell noch ein bisschen von dem Rückenspeck reinmache. Weil ganz ehrlich, sie ist mir ein bisschen trocken, aber geschmacklich halt eben super. Also die werden wir definitiv im Sommer öfters machen. Und dann auf den Grill hauen. Die ist richtig lecker. Also die kann ich wirklich nur empfehlen. Macht es mal nach, habt ihr gesehen, ist eigentlich ganz einfach, ist auch kein großes Hexenwerk, geht einfach zu machen, nur halt eben, ja, ich habe ein bisschen zu viel Fleisch genommen, ich hätte vielleicht noch auf den Fettanteil mehr eingehen müssen, aber das ist nicht weiter schlimm. Trotzdem ist die geschmacklich richtig eine Bombe. Also wirklich, wirklich wahr. Und ich sollte meinen, also sie schmeckt genauso. Ich kenne ja nun die Original-Thüringer. Wir wohnen ja hier direkt an der Grenze zu Thüringen. Und wir kennen diese Thüringer. Und das ist definitiv ein Thüringer Bratwurst-Gewürz-Mischung. Aber wie gesagt, weil das ja, ja eine geschützte Marke will ich vielleicht nicht sagen, aber da haben sich einige mit
wenn man denn hier Thüringer Bratwurst sagt, dann fühlen sich einige vielleicht auf den Schlips getreten, weil vielleicht doch eine Zutat dann fehlt. Und deswegen habe ich gesagt, ich nenne die hier nach Thüringer Art. Obwohl sie im Internet als Thüringer Bratwurst beschrieben wird. Das Rezept lautet auch Thüringer Bratwurst. Und sie schmeckt auch wie eine Thüringer Bratwurst. Von daher. Aber ich nenne sie jetzt halt eben nur Bratwurst. Weil, ja, damit sich keiner auf den Schlips getreten fühlt. Und dann vielleicht doch noch schreibt, nee, das ist aber wirklich keine Thüringer. Deswegen ganz einfach Bratwurst. So, das war dieses Video. Das war ja diesmal reichlich kurz, weil wie gesagt, es ist einfache Herstellung. Das ist ratzfatz gemacht. Also das kann man auch im Sommer mal schnell machen. Ich sage mal, wenn man jetzt grillen will, dann setzt man sich oder stellt man sich 2-3 Stunden vorher hin, macht diese Bratwurst und zack, zack. Und dann hat man Bratwurst, sehr leckere Bratwurst, die sehr frisch und wohlschmeckend ist. Und dann hat man auch Spaß beim Grillen. Und ja, das war's nun mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.